Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. So, wir sind hier immer noch in dieser Höhle da, wo alles voller Diebe ist. Die werden wir jetzt mal ausrotten und weg, auslöschen, ausradieren, wegschnetzeln. Allesamt. Oh, der hat aber gutes Zeug dabei. Der tut dann immer alles mit. Bäm. So, vielleicht sollte ich. Aber hier sind auf jeden Fall noch ein paar Gegners, genau. Ach nein, ich wollte eigentlich den hier wirken und den hier wirken und den hier wirken und jetzt mit meinem Blitzzauber da reinballern wie so ein Irrer. Ah, so, und zack, nimm das! So. Oh, yo! Alter, was hat... So, komm her. Alter, macht der Scha. Oh mein Gott, macht der neue Streit. Komm, dann Damage. Und tschüss. Und tschüss. Oh, du, ihr seid gut im Ausweichen. Das muss ich euch. Was passiert hier eigentlich gerade? Du bist plötzlich hinter mir. Selbst die vom Kaiservolk müssen sterben. So, das werden wir ja mal sehen, ob selbst die vom Kaiservolk sterben müssen. Mein lieber Mann, ey. Aber, ey, die weichen aus wie junge Götter. Aber ist ja eigentlich auch nichts Neues. Ach komm, die kann ich jetzt auch noch mitnehmen. Wärme mich gerade erst auf, du Erbe. So, auf Wiedersehen. Aber Alter, macht der Streitkolben einem Schaden. Das ist ja abnormal. Oh nein, das war jetzt blöd. Die wollte ich nicht. Die wollte ich nicht. Ja, weißt du was? Du kannst auch gerade diese Schuhe haben. Und die hier kannst du auch wieder haben. Will ich nicht. Brauche ich nicht. So, Makler und ich haben die rote Höhle von allen dort lebenden Dieben gesäubert. Ich sollte zu Asan zurückkehren, um meine Bezahlung für den Auftrag entgegenzunehmen. Jep, das machen wir, aber erstmal sehen wir uns hier mal noch um, bevor wir jetzt hier überhaupt irgendwie wieder hier rausgehen. So, alles mitgenommen, sehr schön. Oh ja, da die Pfeile nehme ich noch liebend gerne an mich. Hackauflauf nehme ich auch mal mit. Mal lecker. So. Dann ist da noch eine Truhe. Okay. Noch eine Fackel drinne. So. Und hier Lastlindern. Jo. Alles ganz nice. Auf jeden Fall haben wir wieder einiges zu verkaufen auch. Und auch ab. Oh, da ist noch eine Truhe. Bissel Geld, so, zack. Ja, dann nehmen wir auch alles mit. Ja, das hat geschmeckt. Also der Dietrische Streitkolben war das Highlight. Das war ohne Scheiß das Beste, was mir passieren konnte. Hier drin, Dietrichen, auch noch verzaubert, wohl bemerkt. Mega krass. Ja, das war's, wir haben's. Sehr schön, dann können wir ja hier jetzt raus. Oh, das auch noch. Oh mein Gott. Die Truhe war gut versteckt. Die war ja richtig gut versteckt. So, Wiederherstellung trainieren. So, die haben wir gesäubert. Wir Oder? sind hier fertig. Holen wir uns unseren Lohn. Gut. Lasst uns gehen. Schön. Bewegung. Hast du Gerüchte? Hey. Nein, hast du nicht. Gut. Zeit ins Gasthaus zu gehen. So, dann haben wir das. Dann einmal zurück zum Haupttor. Hä? Ist Asan jetzt gerade irgendwie unterwegs oder was? Ich grüße euch. Wer bist du? Von einer Münze kann ich einen ganzen Tag leben.
Ah, ja. Hast du Gerüchte? Ich weiß nicht, was ich von dem Überfall auf die Kapelle halten soll. Es wird immer schlimmer, nicht wahr? Ja, das wird es. Was kannst du mir den Graufuchs erzählen? Er ist ein Märchen. Die kaiserliche Wache tut so, als gäbe es einen Diebeskönig mit dem Namen Graufuchs, der alle Diebe in Cyrodiil kontrolliert. Das ist natürlich nur eine Erfindung, damit sie einen Grund haben, uns weiter zu unterdrücken. Ja, was kannst du mir sonst noch sagen? Er ist ein... Das ist... Ach so. Ja, dann hier nochmal eine Münze. Vielen Dank, mein Herr. So, bitte, so. Ich bin gerade gut gelaunt, deswegen kriegst du auch eine Münze. Oh! Wer seid ihr denn? Ja? Kenn ich dich? Hast du Gerüchte? Ich hörte aus verlässlicher Quelle, dass die Stadtwache jemanden geschickt hat, um diese Frauen davon abzuhalten, die Männer auszurauben. Gut gemacht, sage ich dazu. Okay, gut, ja, das hatten wir schon. So, dann gehen wir mal da rein und sagen Asan, dass die Aufgabe erledigt ist. Natürlich ist er jetzt hier oben. Gruß euch! Und jetzt ist er ja komplett oben im Büro, im Kompaniebüro. So, Asan, da bin ich auch schon. Also, habt ihr euch schon um diese Diebe gekümmert? Jawohl, Diebe. Ihr habt sie erwischt, ja? Gute Arbeit, ihr zwei. Ihr werdet in der Gilde euren Weg machen. Hier ist eure Bezahlung. Hast du noch einen Auftrag? Ich habe gar nichts für jemanden von eurem Rang. Fragt doch Burz Grokasch in Chardinal. Er hat vielleicht etwas. Wie sieht's mit dem Fortschritt aus? Ihr habt euch eine Beförderung verdient. Ich ernenne euch hiermit zum Protektor der Kämpfergilde. Aha. Auftrag. Ich soll euch nach Korol schicken. Dort gibt es Arbeit für euch. Sprecht mit Oren. Okay, jetzt haben wir... Achso, der Sohn des Meisters. Okay, Gerüchte? Ich mag das Essen in der schwimmenden Schüssel. Manlorn führt ein erstklassiges Gasthaus. Okay, gut, aber... Warum ist das Werte befinden? Siehst du es auf einmal aus? War mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Gut, aber schau, du folgst mir jetzt nicht weiter, ne? Ja, er folgt mir nicht mehr. Sehr gut. Aber wir haben jetzt aber auch noch eine Quest für Chardinal. Guten Tag. Hat doch noch gesagt, wir müssen mit Burz Grokasch reden. Dann machen wir das mal. Auch wenn wir jetzt hier gerade schon direkt eine weitere Quest bekommen haben für Korol, würde ich dann doch lieber erstmal nach Moment mal ganz kurz, da fällt mir was ein. Der Dude hier, der Schmied, das will ich jetzt mal gerade nachsehen. Hat er zufällig, Hallo? Wie viel ist dein maximales Gold? Ich stelle hier in Anvil seit 30 Jahren Waffen her. Die Leute sagen... Achso, ja, hatten wir schon. Laber mich nicht voll. Ich habe die besten Waffen zu den kleinsten Preisen in Cyrodiil. Hast du irgendwie rüstungsmäßig vielleicht... Nee, hast du nicht. Also helmmäßig habe ich halt gar nichts. Ja, ich müsste ja eigentlich... Ja, ich gehe mal ein bisschen hoch mit den Preisen. Geht das? Ja, das geht. Ein gutes... Das ist mehr als... So, ich brauche wieder Geld nämlich. Ein... So, ja, hier können wir ordentlich verkaufen. Alles weg damit. Das ist. So, und Waffen natürlich auch. Bogen der Stürme, guck mal an hier. Daran habt ihr viel Gold verdient. Zack. Ja, hier. Daran habt ihr. Dietrisches Langschwert kannst du haben. Das ist mehr. Elfenstreitkolben kannst du jetzt auch haben. Glasbogen weg. Ein exzellent. So, und zack. Das ist ein gutes Angebot. So habe ich nichts. Vielen Dank, dass ihr bei mir eingekauft habt. So, perfekt. Dann hätten wir das. Auf Wiedersehen.
So, dann würde ich sagen, könnten wir aber einmal jetzt noch schnell komplett durchreparieren. So. Jetzt mal da wieder da sind. Genau. Alter, ist das der. Das ist der Hammer, ey. Alter, 25 Schaden drückt das Ding. Das ist ja brutal. Gut, Schardinal, genau, da wollten wir hin, weil ich habe ja vielleicht auch noch so, wo ich hier an der Dings verkaufen kann, an der Krimskramshändlerin. Weiß jetzt gerade nicht mehr, wie sie heißt. Gut, klar, dass es dunkel ist, aber das ist jetzt nicht so schlimm, weil wir müssen ja auch noch ein paar Sachen ablegen. Dann werde ich verkaufen gehen und dann werden wir nochmal mit Burz Grokasch reden. Wir sind jetzt also ein Protektor. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ist das mittlerweile schon ein hoher Rang oder ist das eigentlich immer noch ein ziemlich, ja, niedriger Rang? Ich weiß es nicht. Würde mich mal interessieren. So, nein, ich wollte das Zeug ablegen, Mann. Och, ist das, also, ab und zu ist das doch ein bisschen ätzend, muss ich echt gestehen. Oh, wir haben schon wieder 8 Nierenwurzel beisammen, ne? So. Genau, weil wir haben auch ein paar Tränke hier noch so, die wir ablegen können. Das kann rein. Das können wir verkaufen. Gut. Dann, huch, das wollte ich eigentlich nicht. Hätten wir hier noch einen Rubin, der kann weg. So. Und noch der Seelenstein. So. Und jetzt war es das eigentlich auch schon, ne? Achso, ja, auch der ganze Schmuck. Wir haben ja noch so einen Haufen Schmuck dabei. Das habe ich ja ganz vergessen. Genau, jetzt haben wir aber alles soweit abgelegt. Dann können wir einmal hier hin, dann hier. Ich dachte schon gerade, da liegt irgendwie ein Rüstungsteil oder so. Dann können wir einmal in die Kämpfergilde gehen. Dann werden wir dort jetzt nochmal mit dem Ork reden. Dann übernachten wir, verkaufen gerade den Trank und gehen dann nach Koroll. Das ist der Plan. Es sei denn, wir bekommen jetzt halt wirklich hier von dem Ork noch eine Quest. Ich hoffe, ich kann behilflich sein. Ja, Auftrag. Ich soll euch nach Koroll schicken. Dort gibt es Arbeit für euch. Sprecht mit Orain. Ah, okay, der hat einfach nur genau dasselbe. Seht euch vor. Gut, ja, dann machen wir das direkt mal. So, auf nach Koroll. Das ist der Sohn des Meisters. Man hat mir gesagt, dass ich mich für die Zuteilung neuer Pflichten bei Modrin Orain in Koroll melden soll. Genau, dann, let's go. Wie sieht das Wappen aus? Das ist jetzt also, nee, ich bin jetzt Beschützer. Protektor. Ich denke mal, hat sich da was geändert an dem Zeichen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, oder? Gut, auf geht es nach Koroll. Also für die Gemwerk-Gilde, da holen wir jetzt gerade ganz schön gut auf, ne? Ich meine, Lea Wien müssten wir halt noch die Magier-Gilde machen. So. Da bin ich. Nee, Moment mal, hä? Ist der jetzt in der Herberge oder wie? Ich dachte, der wäre. Ist das nicht der Dunkelelf? Ist das nicht der so? Der Dunmer, ne? Der uns zum Schwertkämpfer gemacht hat? Zum Schwertkämpfer befördert hat? Wo ist der? Ah, hat der eine eigene Bude oder was? Tatsache, der hat eine eigene Bude. Oder irre ich mich und das ist gar nicht der Dunmer. Könnte natürlich auch sein. So, dann gehen wir jetzt einfach gerade nochmal zurück hier. Und übernachten jetzt gerade in der Kämpfergilde. So, 5 Stunden gerade, so. Das dürfte passen, dann ist er bestimmt unterwegs.
Oder halt hier. Ich weiß nicht, wenn es der Dunmeer ist, dann ist er bestimmt hier. Ansonsten ist er halt wahrscheinlich irgendwo sonst unterwegs. Nein, er ist wirklich... Ich kann mich irren, das aber ist der Dunmeer. Etwas scheint in der Schenke Eiche und einer dieser Muskeln vor sich zu gehen. Schönen Tag. Yo, ich bin da wegen Aufträge und so. Ich habe eine weitere Aufgabe für euch. Etwas Ausgefalleneres. Ihr geht auf eine Mission mit Viranus Danton. Ja, dem Sohn des Gildenmeisters. Viranus Danton? Ihr begleitet ihn und sorgt dafür, dass er es schafft. Er braucht etwas Zeit draußen im Feld, um Selbstvertrauen zu gewinnen. Sonst wird er nie ein guter Krieger. Velena verhätschelt den Jungen zu sehr. Möchte ihn nicht in Gefahr wissen. Ist ja auch kein Wunder nach dem, was mit Vitellus passiert ist. Vertrauen? Seine Mutter hält ihn zurück, um ihn zu beschützen. Geht mit ihm zur Nonville-Höhle. Galtus Previa wird dort vermisst und ihr sollt ihn finden. Und kein Wort darüber zum Gildenmeister. Geht und findet ihn. Er ist wahrscheinlich bei den Dantons und bringt ihn in einem Stück zurück. Ich probier's. Galtus Previa. Der Auftrag kam von seiner Tante. Er war ein Nonville auf der Suche nach irgendwelchen Edelsteinen. Man hörte nie wieder von ihm. Ihr und Viranus sollt ihn finden. Vitellus Danton. Velena Dantons ältester Sohn. Guter Mann. Wir haben ihn vor kurzem bei einer vermasselten Mission verloren. Ihr habt wahrscheinlich die anderen Verwundeten gesehen. Wenn ihr schlau seid, erwähnt ihr die Sache nicht vor dem Gildenmeister. Vielleicht haben wir später Zeit, mehr darüber zu sprechen. Okay. Die Zeit rennt. Schon immer. Let's go. Ja, dann sehen wir jetzt einfach uns nochmal auch die Info an. So. Der Sohn des Meisters, damit der junge Danton mehr Selbstvertrauen bekommt, soll ich Viranus dabei helfen, etwas über den Verbleib von Galtus Previa in der Nonville-Höhle nordwestlich von Geroll herauszufinden. Ach, Moment mal, das haben wir ja auch noch, hä? Moment mal. Diese Quest fällt mir gerade ein. Das war hier. Ah, das ist aber... Ach nein, hier unten. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt mal noch schnell. Ich hab das ja ganz vergessen. Ich Pfosten. Oh, daran habe ich nicht mehr gedacht. Daran habe ich es aber... Daran habe ich halt wirklich nicht mehr gedacht. Scheiße! Ja, egal. Was sind jetzt hier... What? Alter, mach ich einen Schaden, Bruder! Bruder! Oh, oh, oh. Wir sind jetzt ruhig? Tatsache. Da ist wieder so ein komisches Vieh da hinten. Komm her! Ich nehme dich richtig hops! Wo ist es? Habe ich das hier gerade mit meinem Streitkolben getötet? What? Ich habe gerade aus Versehen geschlagen. The fuck? So, komm her. Friss meinen neuen Streitkolben. Bam und weg, Alter. Noch einer Stress. Der soll er vortreten. Oh, ein Minotaurus. So, komm her. So, und da hinten noch so ein Droik, den holen wir noch mit. Jetzt, warum treffe ich ihn denn nicht? So, nimm das. Und tschüss. Alter, mach ich einen Schaden. Das ist ja abnormal ekelhaft. So, hier. Zack. Das Erbstück haben wir. Ist jetzt hier nochmal neues Zeug drin? Nee. Aber habe ich diesem Geisterfieder gerade Damage mit meinem... So, ich habe die Flasche Neuheims des Rundlichen gefunden. Ich sollte sie ihm zurückbringen, ja. Das machen wir jetzt mal noch schnell dann.
Komm her! Wieso trefft manchmal dieser Blitz aber nicht? So, tschüss. Ich nehme euch alle hier hops. Vielleicht war das auch einfach nur ein, vielleicht habe ich mich auch nur versehen und ich habe in dem Moment einen Blitzzauber geschossen und habe damit dieses hier erledigt. So, komm her! Nimm das und 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 das! Alter! Ich habe halt immer noch Kampfesmusik, aber hier ist doch... Hier ist doch niemand mehr. Ich habe doch alle erledigt. Hier ist niemand mehr. Oder? Komm, wenn ich schon hier bin, dann... Nehme ich auch alle mit. Wenn jetzt hier nochmal neue Gegner gespawnt sind. Ein Minotaurus, der hier nicht durchkommt. Ja, das ist aber... Oh, das ist aber schade, dass du hier festhängst. So, komm jetzt her. Dich nehme ich jetzt auch so hops. So, tschüss. So, jetzt ist aber hier Schicht im Schacht, oder? Alter, ich bin gerade hier so im Rausch, ne? Aber das mit dem Detra-Streitkolben ist so ein... das ist so lecker. Aber das macht so immens viel Schaden, das Ding. Das ist ja schon nicht mehr witzig. Das ist einfach nur noch geil. Ein verzauberter stetischer Streitkolben. Das muss man sich mal überlegen. Also das ist mehr als Glück. Jetzt brauche ich nur noch die komplette Detra-Rüstung. Ich glaube, dann haben wir's. So, dann einmal kurz... Ist er jetzt in der Stadt? Wenn ich jetzt dahin reise, ist er wieder draußen. Ja, ist er halt wieder, wirklich, ne? Was ist denn das? Das gibt's doch jetzt nicht. Wie schön euch zu sehen. Hä? Ach, ich bin wahrscheinlich einfach nur dämlich gerade. Ich bin halt immer noch so gehypt, was halt hier passiert ist. Kann ich da rein? Ja. So, hallo? Hey, warte mal. Was wollt ihr? Ich hab dein Erbstück, hier. Ah, ihr habt es. Den Göttern sei Dank. Endlich bleibt mein Met kühl und schmeckt nicht nach Goblin-Pisse. Nehmt dies und meinen Dank. Hast du nochmal Gerüchte? Mirabelle Monet führt eine beachtliche Pension. Wie ich höre, wird dort jeder zufriedengestellt. Ah ja, okay. Gut. Lebt wohl. Ja, bis dann. So, wie spät haben wir denn? Es ist leider schon... sehr spät. Das hätte ich nämlich gerade hier noch verkauft. Kann ich hier vielleicht noch rein? Nee, scheiße. Bin ich gerade überlegen, soll ich hier übernachten? Wie sieht's denn aus? Ja, gut, ich habe eigentlich nur so einen Hammer jetzt gerade dabei, ne? Gut, dann hätten wir das erledigt. Jetzt schalte ich dann nochmal das hier aktiv. So, wo müssen wir jetzt da hin? Erstmal reisen wir da oben hin. Und reden jetzt mal mit dem Herren.
Hier? Kann ich hier einfach rein? Ich kann hier einfach rein. Also hier ist es irgendwie... Die Tür ist nicht rot. Ich schätze mal, dass ich dann... hier nicht reinkomme. Das wäre jetzt halt einbrechen. Oh ne, Quatsch. Nee. Hier kann ich jetzt erstmal nichts machen. Oder ist er hier? Nein. Ich warte jetzt mal gerade. Ja, genau, komm. 5 Stunden. So. Dafür gehe ich jetzt nämlich nicht schlafen. Ganz ehrlich. Ah ja. Wo ist er denn? Bereit? Ah, du bist das hier also. Seid gegrüßt, Gildegenosse. Was kann ich für euch tun? Galtus Brevia. Eine Mission? Gut, natürlich. Ich bin mir sicher, dass wir das schaffen. Ihr sagt, Orain selbst gab den Auftrag? Nun, vielleicht sollte ich erst mit Mutter sprechen. Keine Zeit, wir müssen gehen. Oh, natürlich bin ich vorbereitet. Ich bin mir sicher, dass es nicht nötig ist, überhaupt mit Mutter zu sprechen. Ja. Auf geht's. Ist auch besser. Galtus Brevia. Er muss irgendwo in Nonville sein. Lasst uns schnell dorthin. Vitellus Dontor. Ja, mein älterer Bruder. Er fiel während einer Mission. Vitellus ist heldenhaft gestorben, wie wir es alle erwartet haben. Er war der Beste von uns. Unsere Mutter ist sicherlich sehr stolz auf ihn. Ah, okay, gut. Ich bin dabei. Let's go! Er folgt mir jetzt. Sehr schön. Er scheint auch unsterblich zu sein. Ich bin aber gerade trotzdem immer überlegen, ob ich mir vielleicht einen Heilzauber mal kaufen sollte, der andere heilt, ne? Wir gehen mal in die Kapelle eben. Ich glaube, da hatte doch die Dame noch, bevor ich jetzt gleich den Part beende. Ich glaube, die Dame hatte doch einen Zauber, ne? Er läuft jetzt den anderen Weg. Ah, da bist du ja schon. So, mit... Ah, wie seltsam. Wie ist das Wertebefinden? Mit dir muss ich reden, ne? Was kann ich für euch tun? Einmal handeln. Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? Oh, das ist eigentlich auch ein ziemlich... Stärke 10 Punkte. Das ist eigentlich auch ein Traglastzauber, ne? Wenn man das jetzt so genau nimmt. Nehme ich mal. Den brauche ich jetzt nicht. Den hier nehme ich noch. Kann ich irgendwie noch ein bisschen feilschen vielleicht? Ihr wollt mich wohl im... Ja, war ein Versuch wert. Und jetzt? Ihr müsst mir... Dann bleiben wir bei 86%, so. Ach komm, ich kauf das hier auch mal irgendwie und das hier auch noch. So. Perfekt, so, das war's. Und noch ein zufriedener Kunde. Schönen Tag. So, jetzt will ich mal gerade schauen. 485. Ich hätte jetzt ja hier... Nein. Wo ist denn... Stärke, hier. Das setze ich jetzt mal auf die 6. So, wir haben jetzt eine Traglast von 530. Dadurch. Wenn ich jetzt sage, yo, ich warte mal eine Stunde. Und nehme jetzt aber meinen schwächsten Traglastzauber, den ich habe.
der hier nicht drunter ist. Der dann hier drunter ist. Hier, so. Wenn ich den benutze, habe ich eine Traglast. Ah, der ist ein bisschen besser. Der ist ein bisschen besser wie Stärke festigen, aber wenn ich Stärke festigen nehme, mache ich doch auch bestimmt noch mal ein bisschen mehr Damage, oder? Ich muss meinen Streitkolben mal reparieren. So. Ja! Dann lohnt sich der Zauber auf jeden Fall mehr. Stärke festigen, definitiv. Dann behalten wir den jetzt auf der... Ne? Auf der 6. Prima, cool. So, gut, wo müssen wir jetzt dann hin? Wir können ja mal zum Nordtor reisen. Und dann werde ich jetzt hier den Part beenden, meine lieben Freunde. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Oblivion. Macht es gut. Ciao.